So. Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Gerd. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema, das, sobald man den Ausdruck in den Mund nimmt, sofort bei vielen Menschen den Puls schneller schlagen lässt. Es geht nämlich um Ermächtigung. Nicht um das Ermächtigungsgesetz, das man gleich damit assoziiert. Und zwar nur ein Ermächtigungsgesetz, das von 1933 von Hitler, das er sich hat geben lassen, um die Weimarer Demokratie auszuhebeln. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass andere Kabinette vorher das auch schon gemacht haben, also nicht die Demokratie ausgehebelt, aber verfassungsmäßig oder verfassungswidrige Ermächtigungsgesetze sich haben zubilligen lassen. Das war Kabinett Stresemann, das war Kabinett Marx. Also das war nichts Neues, nur die Dimension ist eine andere gewesen in der Weimarer Republik. Dieses Ermächtigungsgesetz wird momentan in der öffentlichen Diskussion von einigen gleichgesetzt, also das Hitlersche wird gleichgesetzt mit dem Pandemiegesetz, was ich für nicht angebracht halte. Aber was sich dahinter verbirgt, ist natürlich die Außerkraftsetzung parlamentarischer Regularien. Das ist bei Marx so gewesen, also nicht Karl Marx, sondern ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen hieß, und bei Gustav Stresemann und bei Hitler sowieso. Beim Pandemiegesetz ist es aber auch so. Beziehungsweise das daraus resultierende Krisenmanagement, das wir täglich erleben, hat auch etwas zu tun oder wird gemacht am Parlament vorbei, ohne dass klar wäre, woher eigentlich die Strukturen kommen, die das legitimieren würden. Aber Ermächtigung als Begriff geht natürlich noch weiter. Und da hattest du im Vorgespräch ja auch schon einen sehr interessanten Ansatz, den du genannt hast oder wo du den Anglizismus dann benutzt hast, Empowerment. Ja, also auch, ja, was man so übersetzen kann. Und die Fragestellung ist, wem könnte man in Krisen, also die Fragestellung, die ich spannend finde, ist, wenn es um das Management von Krisen geht, inwieweit ist eine Ermächtigung im Sinne von Außerkraftsetzen der bestehenden Strukturen hilfreich, ja oder nein? Und wozu lädt es ein? Lädt es ein zu einem verbesserten Krisenmanagement oder lädt es ein zu einer doch mehr und mehr, ja, einer größeren, immer größeren Demontage von parlamentarischen und verfassungsmäßigen Regularien. Und das finde ich so als Einstieg schon mal bedenkenswert. Ja, weil ich feststelle, gehe ich auch noch darauf ein, ich feststelle, dass die ausführenden Organe, sprich die Bürokratien, dass die sich sehr wohl fühlen in einem solchen Zustand. Das vielleicht mal so als Einleitung. Ja. Hat fast schon den Charakter eines Schlusswortes, aber nein, dann uns erstmal Hallo, Freunde. Quick and dirty. Ja, aber wir sind ja nicht für Quick and Dirty, wir sind für was auch immer, Quick and Undirty. Ja. Das ist jetzt, ja, ich stotter gerade noch ein bisschen vor mich hin. Also ich kann jetzt, du bist ja Gänsefüßchen, ein alter Hase in Sachen Verwaltung, nicht du? Ich will nicht sagen, dein zweiter Vorname. Nein, also du weißt, wie die Seele von Verwaltung ticken. Und gerade zu deiner letzten Aussage, dass Verwaltung sich eher wohlfühlen in solch einem Zustand. Okay, also dazu kann ich wenig sagen.
Ich kann dich allenfalls fragen. Also ich würde dann später was über Empowerment sagen. Und weil das mein Lieblingsführungsstil ist, vielleicht einfach nochmal so skizzieren. Du hast ja gesagt, eine Übersetzung oder die Übersetzung von Empowerment ist auch Ermächtigung. Und es gibt da, der Ansatz Empowerment stammt aus der, glaube ich, aus der Gemeindepsychologie. Und in der Gemeindepsychologie, also ich skizziere nur ganz kurz ein Bild und dann können wir anschließend schauen, wie wir da reingehen und wie wir mit unseren beiden Ansätzen umgehen. Und glaube aus Kanada von einem Psychologen, der Rapoport heißt. Und in der Gemeindepsychologie ging es darum, dass Behörden, sofern das rechtlich zulässig ist, den Mitgliedern der Gemeinde immer mehr und mehr Zuständigkeiten übertragen hat. Und dieser Ansatz, der ist dann halt übertragen worden aufs Management. Und das Bild über diesem Ansatz Empowerment im Management heißt, Vorgesetzte machen sich überflüssig. Das heißt, all die Dinge, die so klassische Führungsaufgaben sind, unter den Begriffen fachliche Weisungsbefugnis, disziplinarische Weisungsbefugnis, all die Dinge als Endzustand werden an Mitarbeiter übergeben. Das ist ja kulturell, also im kulturellen Vergleich ist das ja auch sehr interessant, Ja. weil im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem ist, was wir erleben oder was wir auch historisch erlebt haben. Ja. Ja, also im Grunde genommen ist hier Ermächtigung, wird gesehen als eine Entmündigung der Bevölkerung jetzt in dem Fall. Ne, wenn man es jetzt betrieblich sehen würde, wäre eine weitere Entmündigung der Belegschaft, während das im angelsächsischen Bereich genau das Gegenteil ist. Ja. Was mir auch noch einfach, um so eine Wolke hochzuschieben oder zwei Wolken zu dem Thema Ermächtigung, was mit dem Zusammenhang einfällt neben Empowerment, da ist ein anderer Ansatz, der auch aus dem Englischen, Amerikanischen kommt, der heißt Open Book Philosophy, die Philosophie der offenen Bücher. Und dahinter steckt der Ansatz, dass alle Betroffenen alles wissen sollten. Und was mir jetzt gerade einfällt, worüber wir dann später auch noch reden können, ist einfach mal ein alternatives Szenario, wenn man diese beiden Methoden kombiniert, indem man sagt, die Regierung, Landes-, Bundesregierung, übertragen Zuständigkeit, möglichst viele Zuständigkeiten an die Bevölkerung, jetzt nicht nur das Parlament, sondern meinetwegen so direkt demokratisch. Und alle Bürger können alles wissen. Es gibt keine Geheimverträge. Alle Zahlen werden offengelegt und zu dieser Methode Open Book Philosophy gehört auch, dass alle in der Lage sein müssen, das zu verstehen. Und Ja. ob das mit 80 oder 400 Millionen Bürgern geht, weiß ich nicht. Denke, eine kritische Größe ist unter Umständen die Zeit. Aber man kann's, das sind zwei Antipoden, dass man sagt, die Steuerung erfolgt nicht durch eine relativ kleine Gruppe vom Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, sondern alle. Und diese kleine Gruppe, es gibt eine zentrale Organisation, die koordinierend wirkt und dafür sorgt, dass die Kommunikation verständlich erfolgt, dass was auch immer. Ja? Offene Bücher. Ja. Ja, aber das ist doch essentiell. Also da sind wir im Grunde genommen in der alten Tradition, die man auch als einen deutschen Sonderweg bezeichnen kann. Also Ermächtigung bedeutet bei uns im Grunde genommen außer Kraftsetzung bestehender Strukturen, außer Kraftsetzung des Mitspracherechts, was demokratisch verfassungsmäßig legitimiert ist, weil man sagt, in einer Notsituation, wie es so schön im Sprachgebrauch heißt, in einer Notsituation muss irgendjemand einen Hut aufhaben. Was interessant ist, meines Erachtens, so richtig klappen tut das nicht. Also es wird de facto gemacht. Die Frau Merkel sagt, sie macht ein bestimmtes Krisenmanagement, das sie auch ihrerseits für sich beansprucht. Dann gibt es aber verfassungsmäßig, das ist nicht so ganz außer Kraft zu setzen,
und auch nicht wie das Parlament sind die Ministerpräsidenten. Also das heißt, wir haben ja eine föderale Struktur, die sitzen mit am Tisch, da wird dann verhandelt und man sucht wahrscheinlich, und deswegen wird das konterkariert, was eigentlich vorher behauptet wird. Man versucht irgendwie so den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, was natürlich mit Ermächtigung gar nichts zu tun hat. Ne? Sondern das sind dann wieder Verhandlungen, so im Grunde genommen, anything is possible. Ja. Und es gibt ein Statement, so und so sollten wir vorgehen, und dann wird darüber verhandelt, wie man das denn jetzt für alle passend machen kann. Was beinhaltet ja, wir haben hier einen Zuschauer. Ja. Was beinhaltet eine Debatte, die wir hier haben, die auch immer wieder lanciert wird in den Medien, dass der Föderalismus schuld daran sei, dass kein effektives Krisenmanagement vollzogen werden kann. Ja. Ja, also das heißt, wir brauchen einheitlich, es muss für alle gelten und so weiter. Das hört man hier jeden Tag immer wieder. Und das ist ja auch weg von dem Gedanken, Man ermächtigt in Anführungsstrichen die Regionen zu sagen, wir bestimmen jetzt, was gut für uns ist. Weil man sagt, ihr könnt das eigentlich gar nicht, ihr seid nicht kompetent genug und so weiter und so fort. Ja, also das ist so eine Diskussion, die hier läuft. Also das heißt, der Idealzustand, und da werden ja auch immer wieder Stimmen aus der Bevölkerung zitiert, der Idealzustand wäre eine tatsächliche Ermächtigung einiger weniger und eine Entmächtigung zum Beispiel auch der Region. Ja. Ja? Oder eine Bevormundung der Region. Da sagen die Regionen allerdings, Region meine ich jetzt erstmal die Bundesländer, man kann das natürlich auch noch weiter runterbrechen. Ja? Also Berg am Starnberger See hat andere Verhältnisse in der Pandemie wie München Mitte. Ja? Also dass man da im Grunde genommen auch nochmal differenzieren könnte. Das hieße aber, man hätte das Vertrauen, dass die das auch können und dass die das Richtige machen. Ja, und man Entschuldige. Und man hat auch das Selbstvertrauen, das zuzulassen. Ja. Also auf der Ebene von Führungskräften, also wenn ich Mitarbeiter ermächtige, dann heißt das, ich vertraue ihnen. Und damit ich ihnen vertrauen kann, gehört auch dazu, dass ich mir selbst vertraue. Also es gehört dazu, dann einfach loslassen zu können, nicht die Lösung, die mir als Vorgesetzten gerade vorschwebt, für die beste halte, dass ich einfach Zielzustände definiere und sage, wir wollen halt was auch immer. Also bezogen auf Schulen würde ich dann zum Beispiel sagen, wir wollen, dass die Schulen, nachdem wir 10 Jahre lang verschnarcht haben, das Thema Digitalisierung, wir wollen halt, dass die Schulen in kürzester Zeit, innerhalb von 3 Monaten, das wäre so eine Aussage gewesen, vielleicht im Frühsommer, dass die halt mit Südkorea auf gleicher Augenhöhe sich bewegen. Das heißt, die IT-Infrastruktur, 5G und iPads, keine Datenendgeräte, wie so Bürokraten gerne sagen, eine Bezeichnung aus den 60er Jahren. Und worauf ich hinaus will, ist, ich vertraue mir und ich gebe ein Ziel vor, alle Schulen in Deutschland haben leistungsfähige Datenendgeräte und hochbreitbandige Verbindungen, WLAN. Und damit das passieren kann, sage ich nicht als Finanzminister Scholz, ihr kriegt halt 300 Milliarden oder was auch immer, sondern ich regel, das in Absprache mit den Ländern natürlich, mit den Kultusministern, ich regel, dass die Budgets dann an die Schulen gegeben werden, dass jede Schule pro Kopf einen bestimmten Betrag bekommt, meinetwegen 1.000 Euro. Und die Schulen selbst sollen regeln, wie das gemacht wird. Und in dieser anderen Welt, das wäre jetzt so die Empowerment-Welt. So, ich dezentralisiere die Regelung. Und was passiert heute? Soweit ich darüber informiert bin, der Bundesfinanzminister gibt einen bestimmten Betrag frei. Der wird dann den Ländern übertragen. Die Freigabe aber von Mitteln für Investitionen, für Hardware, Datenendgeräte wird den Kommunen übertragen.
Das heißt, die Kommunen geben dann die Beträge für eine Schule frei, aber die Beträge werden erst freigegeben, wenn die Schulen pädagogisch-didaktische Konzepte erstellt haben und sie ans Kultusministerium übertragen. Sorry, wenn ich das so hart sage, jetzt gerade keine Adresse für besondere Kompetenz in Sachen Digitalisierung und neue pädagogische Konzepte. Das heißt, wenn die Schulen, obwohl sie nicht genau wissen, welches Konzept sich in der Pandemie bewährt, wenn die dann sich ein Konzept aus den Fingern saugen, dann geht es an die Kultusbürokratie. Die Kultusbürokratie muss das abnicken. Dann geht das Abnicken an die Kommune. Die Kommune gibt dann Investitionen frei, aber nicht unbedingt weitere Stellen. Worauf ich hinaus will, ist... Mach weiter. Ja, worauf ich halt hinaus will, ist... sagen wir, das ist jetzt nicht das Erfolgsrezept für schnelle Entscheidungen. Und sagen wir, ein Merkmal oder eine Anforderung an Krisensituationen ist halt, dass ich diejenigen ermächtige, die natürlich im Rahmen des Grundgesetzes die schnelle Entscheidung vorantragen. Ja. Und so funktioniert es halt nicht nur im Bereich Digitalisierung, Schulen, schleppend langsam, sondern auch im Bereich zur Verfügungstellung von Mitteln für Selbstständige. Ja. Wobei, mich hat es jetzt überrascht, dass vorgestern die Mittel für Dezember kurz davor sind, angewiesen zu werden. Okay, Gerd, wo bist du? Ja, ich war Krisenmanagement. Ja. Ich bin auch ermächtigt. aber ich weiß nicht, ob ich dir jetzt in jedem Punkt recht geben könnte oder würde. Also von dem, was ich gehört habe. Ja, das Beispiel mit den Schulen. Also ich meine, es gibt ja schon lange, also das habe ich selber erlebt, aus einer Kommunalverwaltung heraus, die ja fungiert als Schulträger, dass wir schon seit langer Zeit versucht haben, die Schulen vor Ort zu ermächtigen, über größere Möglichkeiten zu verfügen, was Entscheidungen anbetrifft. Ja. Ja, also das bezog sich auf Budgets und das bezog sich auch auf Personalbudgets. Also das heißt, dass eine Schule vor Ort selber entscheiden können darf, wir brauchen jetzt eher als einen verbeamteten Studienrat für eine bestimmte Fachdisziplin brauchen wir einen Psychologen oder Psychologin, dass sie da selber entscheiden können. Da hat man dann die Kultusbürokratie, wie du gerade auch gesagt hast, die hat man dann natürlich total gegen sich und die haben das auch nicht mitgemacht. Das heißt, es gibt das Misstrauen in die Entscheidung vor Ort, perpetuiert sich ja. Ja. Ja, also wir haben jetzt beim pandemischen Krisenmanagement haben wir eine Kanzlerin, die mehr oder weniger offen sagt, also sie misstraut so der Entscheidungskompetenz der einzelnen Bundesländer. Aber in den Bundesländern geht das ja, wenn man die Bürokratie mal weiter die Treppen runtergeht, geht das ja genauso. Ja, also da haben wir ein Kultusministerium, das zentralisiert ist. Und wenn man sich überlegt, was hat es an Innovationen in den letzten 40 Jahren in der Schule gegeben in Bezug auf mediale Vermittlung von Inhalten, ja, dann war da Stillstand. Ja, und im Grunde genommen, jetzt habe ich gerade noch, weil du dieses Thema ansprichst, ich habe gerade noch mit jemandem gesprochen, der kommunal verantwortlich ist, der sagt, wir stellen die Mittel bereit, die iPads sind gekauft, die werden in den Schulen in die Schränke geschlossen, ja. Weil da eben auch nicht die entsprechende Kompetenz vorhanden ist. Ja? Und für die Digitalisierung des Unterrichtes, der ja nicht auf der ganzen Linie unbedingt der Schlüssel zum Erfolg sein wird, aber der natürlich stattfinden muss, da hat man dann, da macht das Kultusministerium, gibt einer Schule mit 800 Schülern, 2-3 Mathelehrern, 2-3 Freistunden, um die digitale Infrastruktur zu pflegen. Ja, also das ist, erzähl das mal einem Unternehmen,
mit einer Anzahl von Beschäftigten von 600 bis 800 haben die natürlich ein paar Leute, die professionell, fulltime sich darum kümmern. Das ist der Aufwand, der damit verbunden ist. Ja. Also wir haben zwar eine Fantasie von Ermächtigung, wie gesagt, bei aller Zwiespältigkeit mit diesem Begriff umzugehen. Aber wir haben eine Fantasie von Ermächtigung, aber wir haben im Grunde genommen Strukturen, die dazu gar nicht passen. Ja. Und wir haben eine Mentalität, die nicht dazu passt. Also wenn man auf der einen Seite ist ein großes Misstrauen da in Bezug auf Regionalisierung oder Demokratisierung. Und auf der anderen Seite ist aber bei denen, die mit dem Begriff spielen, auch nicht die Entschlossenheit da, die Verantwortung zu übernehmen. Ja. Ja? Das ist so dieses Pendelspiel. Ne? Einerseits Misstrauen, ihr kriegt es nicht hin in der Region, also machen wir das, aber wir machen es nicht so, dass man uns in Haftung nehmen kann. Ja. Und ja. Das kann nicht funktionieren. Ja. Vielleicht auch nochmal, du hattest, ich weiß nicht, im Vorgespräch haben wir auch darüber gesprochen, warum klappt es, was die Vorbestellung von Vakzinen anbetrifft in den USA unter Trump und Boris Johnson, warum klappt es besser als in Europa oder auch in Deutschland? In dem Zusammenhang ist mir so im Vorfeld sind mir zwei Begriffe untergekommen, und zwar der Begriff Schuld und der Begriff Verantwortung. Wenn ich im Internet oder wenn ich in einer Zeitung, in deutschen Zeitung lese, taucht relativ oft der Begriff Schuld aus im Zusammenhang mit Dingen, die nicht so gelaufen sind, wie die Medien sich das vorstellen oder wer auch immer Politiker sich das vorstellen. Und mein interessant finde ich, und ja, ich habe ein bisschen nachgeschlagen, und der Begriff Schuld ist vielleicht typisch für Gänsefüßchen, die deutsche Art, mit risikobehafteten Situationen umzugehen. Schuld ist so eine rückgerichtete Kategorie, und im Englischen oder im Management spricht man dann halt einfach nur von Verantwortung, und das ist eine zukunftsgerichtete Kategorie. Also in dem Spiel in Deutschland, ich kenne jetzt keine repräsentativen Umfragen, das ist ja so meine persönliche Meinung, sind wir dann eher bei Dingen wie Versagen, persönliche Schuldzuweisung, und wir sind nicht in dem Bereich, der für das Angelsächsische typischer ist, im Bereich Lösung. Egal wie Präsidenten heißen oder Premierminister heißen, das sieht man an Johnson und an Trump. Think big, klotzen, unter Umständen dann auch mit riesigen Qualitäten. Da muss man einfach mal sehen, die haben etwas gemacht, also sowohl Johnson als auch Trump, was man vielleicht auch kaufmännisches Denken nennt. Ja. Ja. Also in einer Situation wie der jetzigen, ja, also wenn man überlegt, also da ja die EU eine Rolle spielt bei der Impfbeschaffung, die EU gibt, glaube ich, 1,7 Billionen Euro aus für die Folgen der Pandemie. Ja. Ja, in einem Programm, wo die Länder wieder auf die Beine kommen sollen. Bis jetzt. Und dann geht man mit 2,7 Milliarden Euro in die Beschaffung von Impfstoffen. Ja, also die Folgeschäden sind das Zigfache von dem, was man, wenn man der Überzeugung wäre, und ich glaube, die sind der Überzeugung, dass sie mit dem Impfstoff die Pandemie schneller beenden können, dann ist es vom kaufmännischen Standpunkt her ist es völlig irrational, mit so einem Kleckerlesbetrag dann auf den Weg zu gehen. Ja, ja, ja. Das ist der Ansatz, gut, das ist der angelsächsische, utilitaristische Ansatz. Man fragt sich, was nutzt es? Und im Managementbereich oder im kaufmännischen Bereich entscheidet man, macht man dann sogenannte Amortisationszeitrechnung. Das heißt, ich sage, okay, wie viel gebe ich aus? Ich weiß, Trump hat vielleicht 10 Milliarden ausgegeben oder die US-Regierung. Und
Welchen Nutzen kann ich stiften? Und wenn der Nutzen wäre, dass ich statt 1, dass ich statt 1.700 Milliarden meinetwegen nur 1.000 ausgeben muss, oder 1.600 Milliarden, dann hätte ich einen Geldwertnutzen bei der letzten Zahl, bei 1.600 Milliarden, von 100 Milliarden. Ja, ja. Da würde man sagen, meine Kosten für einfach, um hochriskant, aber sehr diverse Vakzine einzukaufen, wären 10 Milliarden. Und ich teile die durch einen Geldwertnutzen von 100 Milliarden pro Jahr. Und dann heißt das, die Investition von 10 Milliarden, die natürlich sehr, sehr groß wirkt auf den ersten Blick, die rechnet sich in einem Zehnteljahr. Die rechnet sich gerade in einem Monat. Das ist ja, die Schlussfolgerung. Also sind wir jetzt mal so her. Also ich meine, wenn man dann auch noch hört, wie sie argumentieren. Also ja, komischerweise Großbritannien, USA ist es gelungen, entsprechende Mengen erstmal zu ordern. Ja, mit Beträgen, die 2-3 Mal so hoch sind. Okay. Die Reaktion hier ist ja nicht die, dass man sagt, wir haben einen Fehler gemacht. Also wir hätten da Forscher sein müssen, sondern ja, aber in den USA, die haben jetzt zwar den Impfstoff, ne, habe ich so eine Reportage gesehen, ja, aber der wird ganz schlecht verteilt. Ne? Also da kommen dann solche Böcke. Also im Grunde genommen, wenn man jetzt eine Geldwertrechnung macht, dann stellt man fest, die können nicht bis 3 zählen. Ja. Ne? Dann muss man wirklich sagen, dann frage ich mich auch, was macht da ein Wirtschaftsminister? Also die sind einfach, wenn sie daran glauben, dass Impfstoff die Pandemie schneller beendet und dann so unterwegs sind, muss man sagen, es ist ein Totalversagen. Ja. Ja, und wo sie sich alle einig sind, also das ist das, was mich da ja noch mehr verblüfft. Ne, also Sie reden auf der einen Seite, Sie haben jetzt ihr Pandemiegesetz, Sie haben Vollmachten, Sie agieren permanent am Parlament vorbei. Ja? Und das Einzige, was Ihnen einfällt, ist, Sie machen einen Gipfel nach dem anderen. Also das finde ich auch kurios, zu sagen, wir machen jetzt einen Impfgipfel, Sie haben aber keine Impfstoffe. Ne? Sie reden über die Verteilung und die Prozesse, wie es ist, wenn Sie Impfstoff haben. Ja. Ja, aber ein Impfgipfel müsste eigentlich beinhalten, wie kommen wir so schnell wie möglich an Impfstoff. Ja. Ja, und dann reden sie aber über Benachrichtigungssysteme an Senioren und was weiß ich nicht alles. Ja. Das ist einfach nicht mehr nachzuvollziehen. Also im Grunde genommen haben wir jetzt eine Gemengelage, die sagt, sie wären gerne ermächtigt und sie führen sich auch so auf, als seien sie ermächtigt, indem sie zum Beispiel das Parlament außen vor lassen. Sie begründen das mit dem Misstrauen gegen die Bevölkerung, weil letztendlich das hat jetzt weniger mit Virus mittlerweile zu tun, sondern mit dem Fehlverhalten der Bevölkerung. Ja, wenn man sich ansieht, das Gros der Bevölkerung ist extrem diszipliniert, hält sich an alle Vorgaben, ja, und dennoch gibt es bestimmte Entwicklungen, die eben sehr negativ sind, aber die auch, das kommt ja noch dazu, ja, also es wird ja immer wirrer, ja, also auch die sogenannte Übersterblichkeit, da habe ich jetzt eine Studie gelesen von Leuten, die sich mit sowas befassen, die sagen, naja, man muss das alles mal in Proport setzen, man muss zum Beispiel auch die Überalterung der Gesellschaft mit einbeziehen, ne? Wenn du mehr Alter hast, sterben auch mehr. Das haben wir schon in den ganzen letzten Jahren gehabt und so weiter und so fort. Also es steht alles auf sehr wackeligen Füßen. Dann kommen die permanenten Versprechen. Wenn ihr jetzt artig seid, dann ist aber spätestens am 15. Februar die Welt wieder in Ordnung. Wieder besseren Wissens. Auch da trauen sie der Bevölkerung nicht zu, dass sie damit umgehen kann, dass man sagt, realistisch betrachtet, wir haben es vergleicht mit dem Impfstoff. Ja, die Zahlen in Bezug auf die Krankenhauskapazitäten. Ja, es geht ja immer nur um die Krankenhauskapazitäten, die man vorher sehr runtergespart hat. Ja, durch die Privatisierung vieler Krankenhäuser sind wir in einer Situation, in der wir jetzt sind. Das haben wir alles vergeigt. Okay,
wir werden uns Gedanken darüber machen, wie wir das in Zukunft organisieren. Jetzt müssen wir da erstmal rauskommen. Realistisch betrachtet dauert das jetzt noch ein halbes Jahr. Lass uns mal drüber reden, wie wir dieses halbe Jahr gestalten, damit ihr nicht alle Amok lauft. Ja, ja. Läuft. Ne? Oder lauft. Da, das wäre ein Dialog auf Augenhöhe. Die reden permanent von Augenhöhe. Die gucken aber auf die Bevölkerung runter, als wären das alles debile Fragmente. Ja, ja. Ja, und das ist das, was letztendlich zu einem, meines Erachtens, zum ziemlichen Riss führen wird. Also ich glaube, wir haben in diesem Jahr, werden wir noch Erschütterungen erleben, gesellschaftlicher Natur, von denen sich im Moment niemand eine Vorstellung macht. Das fängt an, wenn es Mitte des Monats heißt, der Lockdown muss verlängert werden. Weil wenn ich keinen Plan habe, ist immer noch die sicherste Variante, ich mache weiter Lockdown. Ja, ja. Ja? Und im zweiten Quartal werden die ganzen Pleiten kommen, dann werden die Leute arbeitslos, dann haben wir eine Insolvenzwelle. Und ob das Virus dann nach den Kriterien, die heute definiert werden, im Griff ist, ist fraglich. Ob die Impfstoffe da sind, ist fraglich. Und dann wollen wir mal sehen, ja, ob die Bevölkerung, die fühlt sich heute schon in starkem Maße hintergangen und die wird dann aufbegehren. Das ist meine Prognose. Ja, ja, ja. Ja. Was ist das? Ja, sagen wir, dieser Ansatz von Ermächtigung wird sich, ist auch meine Ansicht, nicht als optimale Vorgehensweise herausstellen. Und ich bezweifle auch, dann könnte man ja sagen, sagen wir, in Unternehmen bemüht man sich dann in Projekten immer so Lesson learned, was können wir daraus lernen? Und ich vermute mal, Covid-3 werden wir vor einer ähnlichen Situation stehen. Es gab ja schon, glaube ich, in 2012 oder irgendwas so in der Ecke vom RKI eine sehr, sehr umfangreiche Studie, welche Arten von Vorkehrungen die Länder und der Bund treffen müsste für den Fall einer Pandemie. Und davon ist, glaube ich, nichts oder kaum etwas umgesetzt worden. Sagen wir, im Grunde wäre das eine ganz, ganz große Chance, über alternative Gesellschaftsmodelle nachzudenken, alternative Bürokratiemodelle. Das Webersche Bürokratiemodell ist, glaube ich, so gerade 100 Jahre alt oder 120 Jahre. Und ist möglicherweise oder offensichtlich nicht geeignet, Krisensituationen. Das weiß ich nicht. Also da bin ich anderer Meinung. Also okay. Ich denke, es liegt in starkem Maße an Personal. Okay. Du meinst im Rahmen eines Bürokratiemodells kann man auch schnell entscheiden? Ja, natürlich. Okay. Natürlich. Also es ist ja immer die Frage, dass also Einschätzung der Lage, also der politisch Verantwortung, sehr an der Wahrheit orientierte Einschätzung der Lage, an der Skizzierung der vor uns gesellschaftlich aller mit einbezogen auf die uns gestellten Aufgaben und die Rolle, die jeder zu spielen hat. Das wäre eine Dokumentation oder ein Dokument des Vertrauens. Und dann würde man, glaube ich, ein anderes Verhältnis auch haben. Aber das wird ja nicht gemacht. Es wird ja gesagt, ihr müsst artig sein. Und wir machen schon. Was wir machen, weiß man nicht so genau. Ja, in vielerlei Hinsicht ist es auch. Es ist eine, was wir erleben, ist der Wunsch, ermächtigt zu sein, aber nicht ermächtigt sein zu können, wenn man es wäre. Ja, das ist also das und das sind einfach, das sind Dilemmata, die sind nicht mehr auflösbar. Ja, 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 ja. Ja, mir sagte vor kurzem jemand auf der Straße: Stellen Sie sich mal vor, wir hätten die jetzige Situation mit einem Kanzler Helmut Schmidt. Also ich bin der Letzte, der das jetzt glorifizieren würde, aber ich habe da mal drüber nachgedacht. Mhm. Das wäre sicherlich anders abgelaufen. Mhm. Ne? Und jetzt Augenhöhe, Gipfel, noch ein Gipfel, noch ja. Ein Gipfel. Ja. Okay. Weiß irgendjemand, wohin wir fahren? Ja, ja.
wie man das ja heißt, ja, ich sehe es wie du. Ja, ich meine, was dazu gehört, wir haben in der Vorbesprechung auch den Begriff Mindset, den wunderschönen englischen Begriff, haben wir erwähnt. Das ist halt die Art, wie jemand denkt und nicht nur denkt, sondern auch auftritt. Mhm. Und dazu gehören halt, wie bei Schröder, Gummistiefel in der Elbe, Schmidt, jemand, der sagen wir, ein operativer Manager war. Ja, das war, ich meine, das Ansehen, das er auch zu seiner Zeit als Kanzler eben genossen hat, er war ein Macher. Ja. Ja. Die Leute haben ihm abgekauft, was er gesagt hat. Ja. Er hat auch gesagt, was er von den Bürgerinnen und Bürgern verlangt, um bestimmte Dinge zu machen. Ja, das war transparentes Handeln. Ja. Aber wie gesagt, ich will das jetzt nicht glorifizieren, aber mit einem Pandemiegesetz, so wie wir es heute haben, wie es auch verabschiedet worden ist, so zu handeln, ist im Grunde genommen, da gibt man jemandem die Möglichkeit, relativ schnell und zielgerichtet bestimmte Dinge zu vollbringen. Und was bleibt, sind Diskussionsrunden ohne signifikante Ergebnisse. Ja, wo permanent an Zahlen rumgeschraubt wird. Ja, und wie gesagt, wenn Wirtschaftsminister, es tut mir leid, ne, aber wenn Wirtschaftsminister sagt, also die einzige Möglichkeit, die wir im Moment haben, ist eine Verlängerung des Lockdowns, dann muss ich sagen, ja, dann haben wir eben alle anderen Sachen, alle anderen Dinge sind nicht zielführend gewesen. Ja, ja. So ist das mit der Ermächtigung. Ne? Ja. Ich wäre gern König von Deutschland, aber wenn man sagt, ja, dann mach den Job, ach nee, so richtig, glaube ich, kann ich es doch nicht. Ne? Ja, und der das gesungen hat damals, glaube ich, Rio Reiser, ja, relativ jung gestorben, kann das sein? Ja, ja. Aber nicht bei der Bekämpfung von Epidemien oder Pandemien. Nein, ich glaube, das hatte was mit seiner Lebensweise zu tun. Ja. Gerd. Jo, Hartwig. Ja, da haben wir, das war heute jetzt gleichermaßen sachlicher wie emotionaler Beitrag. Wie immer. ja, ich finde das auch schön, dass, also man merkt, dass ich bin vielleicht so ein Achtel Psychopath, dann. Doch es gibt manchmal Punkte, da werde ich auch emotional. Normalerweise. Kriegen wir auch noch hin. Beim nächsten Mal. Ja, dann sprechen wir über Fußball. Dann, Nee, das belastet unsere Herzen zu sehr. Ja, genau. Okay, so liebe Freunde. Ja. Gerd. Macht's gut. Servus. Tschüss. Und bis nächste Woche wieder. Fragezeichen. Genau. Okay. Genau. Also euch allen eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und wünschen wir auch rebellisch. Ja, immer. 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 Okay, Freunde, macht's gut. Ciao. Ciao.